diesem stabilen Transportkoffer befindet sich ein zwei- bzw. dreiarmiger universaler Abziehersatz, hydraulisch. Und was da alles im Detail enthalten ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Satz besteht aus folgenden Einzelkomponenten. Und zwar das Herzstück ist die Hydraulik hier vorne. Eine 10 Tonnen Fetthydraulik, die im ersten Step bis an das Bauteil herangedreht wird und dann ganz einfach hier oben über die Spindel dann den Hydraulikzylinder nach vorne schiebt. Des Weiteren sind hier vorne Verlängerungen bzw. der Zentrierspitzenaufsatz für die Hydraulikspindel. Dann habe ich hier die Aufnahme für die Arme, einmal als Dreieraufnahme bzw. die Zweiarmaufnahme. Die Brücken für Zwei- und Dreiarm bestehen aus zwei Teilen, einmal der äußeren Aufnahme für die Arme und dem inneren Schraubring. Der Schraubring innen hat nochmal eine Nut, um die Arme aufzunehmen. Dies ist sehr praktisch, da wenn die Kraft von oben kommt über die Spindel, ziehen sich automatisch die Arme am Bauteil zusammen. Somit wird die Abrutschgefahr minimiert. Dann die Brücke für unser Trennmesser, was auch im Satz enthalten ist. Dann das Trennmesser selbst arbeitet bis zu einem Durchmesser von 105 mm. Und dann passend dazu natürlich die Verbindungsstangen zu unserer Brücke. Und dann hier im oberen Bereich drei Paar Arme, jeweils nutzbar klar für den Zweiarm- und die Dreiarm-Variante, habe ich einmal den Armsatz in der Länge 100 mm, dann der Satz für 150 mm und die 200 mm Variante. Aus dem Satz können 8 verschiedene Abziehertypen gebaut werden und die schauen wir uns jetzt im Schnelldurchlauf an.